Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt einen Grund zur Sorge, aber es gibt sicherlich keinen Grund für Panik oder Hysterie. Ich freue mich und bin auch explizit dankbar, dass die Bundesregierung das auch immer so äußert und bislang die richtigen Schritte getroffen haben. Wir können nämlich gemeinsam die Ausbreitung von Covid-19 verlangsamen. Wenn wir das erreichen wollen, meine Damen und Herren, müssen wir nur bereit sein, besonnen und nachhaltig zu agieren. Sonst bleibt das Problem. Unser jetziges System ist darauf ausgelegt, nur die unmittelbar vergangene Pandemie und niemals die nächste zu bewältigen. Das gefährdet die wirtschaftliche Stabilität und kostet auch im schlimmsten Fall auch Leben. Wir in Deutschland und weltweit müssen jetzt beginnen, Schritte zu unternehmen, um besser für die nächste Pandemie gewappnet zu sein. Denn ich sage ganz klar, das Coronavirus ist kein Grund zur Panik, aber es ist ein Warnschuss. Die jetzige Situation zeigt uns, dass wir unzureichend auf wirklich schlimme Pandemien vorbereitet sind. Damit meine ich nicht unbedingt uns in Deutschland, auch wenn wir im Global Health Security Index nicht auf den Spitzenpositionen auftauchen. Damit meine ich uns weltweit. Denn das zeigt das Coronavirus deutlich. Gesundheit und ganz speziell, wenn ein Virus viral geht, muss global agiert werden. Und in Deutschland sehen wir auch einige Probleme. Erstens die Kommunikation und Aufklärung. Sie war bisher unzureichend, denn in Deutschland macht sich Panik breit. Die Situation wird von vielen Menschen nicht richtig eingeschätzt. Von der ärztlichen Basis erfahre ich Anrufe, SMS, E-Mails, wo die medizinische Versorgung, Angst entsteht, dass die medizinische Versorgung unzureichend sein könnte oder die fachliche Kompetenz an ihre Grenzen kommt. Doch meine Frage stellt sich natürlich, was würde passieren, wenn ein wesentlich gefährlicheres Virus auftritt? Wenn zum Beispiel in Krankenhäusern schwere Fälle zusätzlich zur bestehenden Grippewelle zusammenkommen, auf Intensivstationen, oder Standardmedikamente Lieferengpässe erfahren oder schlimmer werden. Das sind die Sorgen der Menschen draußen, die Angst haben, dass die Regelversorgung nicht funktioniert. Es könnte tatsächlich eng werden. Wir können etwas dagegen unternehmen. Wir sollten auch zusammenstehen und auch nicht die Panik schüren, sondern auch erklären, was passiert. Daher fordere ich jetzt umgehend eine offene und stramme Kampagne als Gegengift gegen Hamsterkäufe und Panik. Wir müssen auch eine stärkere praktische Anbindung der öffentlichen Gesundheitsämter erreichen. Für die Zukunft in Deutschland, das ist eine Perspektive, die noch weiterentwickelt werden müssen, brauchen wir dringend auch mehr infektionsmedizinische Kompetenzen, also den Facharzt für Infektiologie flächendeckend. Mittelfristig müssen wir auch Robert-Koch-Institut stärken und finanziell auch stärken. Dazu brauchen wir auch einen Chief Medical Officer, der medizinische Fachkompetenz in einer reformierten Bundessicherheitsrates einbringt. Und wir sollen uns überlegen, ob wir nicht eine neue Föderalismusdebatte starten, um gesundheitliche Kompetenzen zu bündeln und die pandemische Vorbereitung aus einem Guss zu erreichen. Deshalb, meine Damen und Herren, Kollege Ullmann, achten Sie bitte auf die Zeit. Guten Tag, Frau Präsidentin. Wir müssen deshalb die Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung stärken und müssen die globale Zusammenarbeit bei der Vermeidung von Pandemien verbessern. Herzlichen Dank. Das Wort hat die Kollegin Karin Mark für die CDU-CSU-Fraktion.